Na ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz Together. Heute fangen wir das letzte der drei... den letzten der drei Ritter der Reglichkeit, nämlich Viridium. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo es sich befindet, oder zumindest die Position davon, weil ich weiß, dass es sich im ewigen Wald versteckt. Na dann mal ab dafür. Ja, und während Joker anscheinend mit Terrakium sau viel Glück hatte, ärgere ich mich noch darum, wie Kovarium mir das Leben zur Hölle machen wollte. Okay. Ewigenwald. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss, aber ich glaube, das hat es vielleicht was mit dem Bächlein da unten zu tun. Na egal, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Erst einmal Topschutz. Viel Topschutz. Ist es da unten irgendwo? Naja, ich muss hier... Ich werde hier auf jeden Fall so viel wie es geht abklappern. Auch wenn ich glaube... Lol. Okay, das wusste ich nicht, dass man da lang kann. Nö, sagt nicht, dass ich jetzt nicht mit dem Fahrrad hoch kann. Na dann, Topschutz und weiter geht die Suche, meine Damen und Herren. Da unten? Anscheinend nicht. Offenbar nicht. Aber irgendwas ist da hinten. Da muss irgendwas da hinten sein. Okay, bis jetzt eine einzige Sackgasse. Ja, vielleicht geht's da irgendwo hin, wo ich hin möchte. Aber erstmal wieder same procedures every time. Ja, es schaut doch gar nicht mal so verkehrt aus, denke ich. Okay, hier unten ist es nicht. Ich suche jetzt auch nicht die Attacke dort, also das Item dort hinten. Ich weiß ja nicht mal, ob es eine Attacke ist. Solarstrahl, das ist aber eine Attacke. Eine gute, wie ich anmerken muss. Oder was heißt hier, wenn ich muss, wenn ich anmerken darf? Ein Hypertrank. Oh, das sieht doch vielversprechend aus, oder? Tatsache. Feld der Besinnung. Da ist Viridium. Da ist der Safe und... Kikikikik. Oder so ähnlich. Gut, das Glas zerspringt. Mit der Animation des Todes. Na mal den Schwan, der dich jetzt in die Schranken weist. Aber erst einmal Flottball. Flottball, das habe ich mir gemerkt. So viel dazu. So, die altbekannte Staccanto-Klinge oder wie auch immer das heißt. Schauen wir mal, Aquawelle. Tötet dich das oder tötet dich das nicht? Okay. Also, ich denke mal, zwei, drei Aquawellen noch und dann wechsle ich zum Zitteraal, der dich dann mit einer Donnerwelle paralysiert. Und dann beginnt das Ballgewerfe. Aquawelle. Jetzt wird's kritisch. Und dieses Risiko möchte ich nicht eingehen, deswegen komm du her, Zapplerang. Alles ganz cool. Gigasauger. Na toll. Okay. Nein. Kampf Donnerwelle. Das dürfte reichen, dich zu paralysieren. So, dann wollen wir mal. Ich versuch's mal mit Hyperbällen.
Ja, so viel dazu. Wobei im Wald ist es auch ganz schön finster. Ach, haben wir schon den Finsterball hier vorne? Ja, dann. Ja, dann. Bringt noch nichts. Ich möchte aber gerne mal ausprobieren, ob dich ein Funkensprung zur Strecke bringt. Ja. Also weiter Bälle werfen. Und das Ganze wird so lang weitergehen, weil das ja ein ganzer ein großer Spaß für die ganze Familie ist. Oh. Na, versuchen wir es doch mal jetzt mit dem Funkensprung. Jetzt, wo du paralysiert bist. Es ist nichts passiert. Na, das könnte definitiv noch sehr nervig werden. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Ach, komm schon. Vielleicht zwischendurch auch mal einen anderen Pokéball werfen. Rechte Hand. Ach, komm schon. Was hat Joker eigentlich so ein vermaledeites Fangglück? Boah. Sollte ich nochmal die Gunst der Stunde nutzen und Svaroness vielleicht mal herholen. Wegen Aquavelle. Ja, werde ich. Wo bist du? Da bist du. Schwan. Schwansee. Heimzahlung. So, in der Hoffnung, dass es dich nicht grillt. Quatsch. Ertränkt. Ja, roter Bereich, das passt. Eigentlich müsste das jetzt reichen von Schaden her. Wobei ich dann doch auf jeden Fall dazu neigen werde, Svaroness auch ab und zu mal zu heilen, weil eben mit der Aquavelle doch ein ordentlicher Schaden hergestellt wird. Und auch eben wegen dem Gigasauger, dass ich dann da, ohne jetzt großartig Bedenken zu haben, meine Aquavelle einsetzen kann. Aber ich versuch's einfach mal so lange weiter, wie es geht. Und es klappt natürlich nicht. Jawoll, da haben wir sie. Right here, this is the 112. Right here, yes! Ach, bleib bitte drin. 1, 2, 3. Ja, geht doch. Und das nach gerade mal 9 Minuten. Boah, das ist ja... Huiuiui, das ist ja... Okay. Viridium, das Wiesen-Pokémon. Es kämpfte einst gegen die Menschen, um seine Freunde zu beschützen. Nun erzählt man sich Legenden von ihm. Ja, nice. Okay, dann können wir den hier mal wegmachen. Jetzt brauche ich den eigentlich nicht mehr. Okay, aber wie komme ich jetzt hier aus dem Wald wieder raus? Haben wir hier noch irgendwas? Nee, Beutel. Weil ich glaube nicht, dass wir hier mit Fliegen rauskommen. Deswegen werde ich jetzt mal die Gunst der Stunde nutzen, um aus dem Wald herauszugehen. Und, ja genau, das wird der schnellste Weg sein.
Und euch zu sagen, wie es weitergeht, in der nächsten Folge bei Joker wird er noch das letzte legendäre Pokémon Demeteros fangen. Dann werde ich sämtliche Ingame-Events, die im Zusammenhang mit legendären Pokémon stehen, machen. Und dann müsste es eigentlich schon mit der Top 4 Rematch losgehen, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue. Okay. Dann kümmere ich mich mal um eine gewisse Sache, die wir noch brauchen. Und dann sage ich jetzt schon mal, wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Checkt meinen Twitter, meinen Discord, schaut bei Joker vorbei. In diesem Sinne sage ich, schön gemacht, das war's, morgens nichts mehr. Tschüss. So, ihr Grattler, kleine Planänderung. Denn ich habe erst einmal geschaut, was da so auf mich zukommt. Ach, na toll. Und ich vergesse erst einmal den Schutz. Ich habe erst mal geschaut, was da so auf uns zukommt. Und es sind noch diverse Trainerkämpfe, weswegen ich Joker jetzt ein bisschen die Arbeit erleichtern möchte. Weil er dann nämlich mit zwei bestimmten Pokémon dorthin reisen soll. Und wir auch noch den VM-Sklaven brauchen. Topschutz erst einmal. In diesem Sinne, ab dafür. Deswegen, ich werde erst einmal alle Trainerkämpfe bis dorthin machen, die von Relevanz halt eben sind. Dann werde ich nochmal die beiden Pokémon holen, direkt vor dem Eingang zum Schrein der Ernte speichern. Ja, komm. Lieber so. Und warum habe ich den Timer neu gestartet? Braucht doch keine Sau. Komm, dann blenden wir auch wieder aus. Dann brauche ich dann für das nächste Event. So, Hippopotas. Darude Sandstorm wirkt. Ja, ein Gigasauger dürfte da ausreichen. Oh yeah, baby. Laubpaufen hält 505 und so weiter und so fort. Der Schaden ist da. Keifel. Dürfte auch zweimal Gigasauger langen. Oh yeah. Und noch einmal Gigasauger. Okay. Dass ihr Bescheid wisst, wie es dahin geht, mache ich noch den Weg. Die restlichen Trainer, die dort sind, werde ich offscreen machen. Einfach bloß, dass ja Joker nicht so viel zu tun hat. In diesem Sinne. Ach ja, Voluminas, der ist ja ein Stein. Okay. Dann würde ich mal sagen, jetzt aber wirklich schön gemacht, das war's, morgens nichts mehr. Tschüss und bis zum Schrein der Ernte ist jetzt vorgespult.